Wo wir gerade bei der friedlichen Natur waren, sind wir jetzt bei Tierhorror Trash hoch 10. Nämlich Steve Niles Bigfoot. Und das Comic hält genau, was es verspricht. Ein wütender, um sich herum wedelnder Affenmenschen, der im Wald Leute zerfleischt. Ein kleiner Junge muss leider bei einem Campingausflug mit ansehen, wie seine Eltern von einem riesigen humanoiden Haarträger getötet werden und schwört sich dann für immer Rache, aber die Polizei schenkt ihm keinerlei Glaubwürdigkeit. Ja, da steckt wieder mal so ein bisschen 30 Days of Night mit drinne. Tja, es werden hier eigentlich fast nur Leute abgemetzelt. Und das ist es doch eigentlich, was man will. Ein Monstercomic, in dem man die Kunst von Richard Corben genießen kann, nachdem man ein Alan Moore-Werk verschlungen hat, um direkt runterzukommen, versteht man. Nee, nee, Richard Corben. Wie gesagt, Steve Dillon 2.0 ist er für mich. Obwohl er schon wesentlich länger im Geschäft ist. Mittlerweile sieht er schon aus wie Ash Williams. Ist mit seinen 128 Seiten und 16 Euro nicht wirklich umfangreich, aber wie gesagt, wenn man seine Hirndrüsen etwas schonen will, dann sollte man sich vielleicht so etwas wie Bigfoot zulegen. Interessanter finde ich aber, von wem es auch ist, Rob Zombie. Rob Zombie ist der Quentin Tarantino der Horrorfilme. Warum dieser Vergleich? Naja, weil beide ihr Genre so übertrieben lustig ausreizen, dass sie ihre eigene Marke damit quasi haben. Sie machen es so übertrieben und überzeugend, dass es schon wieder qualitativ hochwertig ist. Und nur mal so, der Comic liest sich auch wirklich wie eine Monster Quest Folge, die nur von Rob Zombie geschrieben wurde. Erwähnenswert sind auch die Fakten, denn er hinterließ nicht nur Spuren in den Wäldern Kanadas, sondern auch in der Popkultur und in den Medien. Es kam zu mehreren Filmen wie Harry und die Hendersons, Proof, den, oder sag ich mal, die erste Volume habe ich bereits auf meinem Kanal reviewed. Es gibt auch eine Online-Seite, bei der man eine Bigfoot-Sichtung melden kann, aber was ich für ein bisschen unvertraulich finde. Und da gibt es auch noch diese Theorie, dass Bigfoot eigentlich nichts anderes sein könnte als ein ausgebrochenes Experiment aus dem Labor. Alles vollkommener Schwachsinn, wenn ihr mich fragt. Ich halte den Gedanken für etwas unwahrscheinlich, dass ein 3 Meter großer Pongide durch die Wälder Nordamerikas stampft. Oder dass er irgendeine Mutation sein könnte, halte ich alles für unwahrscheinlich. Aber was ich für mehr als haltbar befinde, dass unser Bigfoot von einem wirklichen Riesenaffen abstammt, der Gigantopithecus hieß. Und wenn dieser nun Kontakt mit anderen Menschen hatte, mit Natives, was auch hätte sein können, da es früher mal eine Verbindung zwischen Amerika und Asien gab, das ist doch schon etwas, das zeugt doch schon von einer Bigfoot-Sichtung. Ich meine, sowas muss es doch mal gegeben haben. Die Menschen haben immer von solchen Sachen geredet. Nur ist es mir einfach zu unwahrscheinlich, dass so ein Tier überlebt haben könnte. Selbst wenn die Wälder, sage ich mal, größer sind als ganz Deutschland. Irgendwann muss ein Exemplar gefunden werden dieser Größe. Obwohl ich sehr skeptisch bei dieser Sache bin, gibt es auch Leute, die bei ihrem Vorhaben mehr als glaubhaft rüberkommen und nicht wie irgendwelche Faker. Da gab es nochmal diese beiden Ami-Idioten, die haben einfach so eine Bigfoot oder was weiß ich, irgend so ein Planet der Affen-Kostüm in eine Tiefkühltruhe gesteckt und sagten, das wäre Bigfoot. Es gibt manchmal so dreckige Faker im Internet. Jeff Meldrum müsste man auch von der Serie Monster Quest kennen. Ja. Der Rest halt Crosscut, müsste man eigentlich alles kennen. Walking Dead, nur damals ohne den Hype. War auch interessant, die haben auch Romane rausgebracht, wusste ich nicht. Also ich kenne bis jetzt nur zwei Hellboy-Romane. So Leute, das war's und ich hoffe, dieser kleine Einblick in die kryptozoologischen Ecken von Rob Zombies haben euch gefallen.